Und herzlich willkommen zum dritten oder zweiten Folge der neuen Saison. Es gibt sehr vieles zu besprechen, auch eigentlich gut Zeit. Was ich zuerst sage, der Nationals League Türkei hat nicht so einen guten Start gemacht. Hinter mir ist meine Schwester, kleine Babyschwester. Also, Türkei hat nicht so einen guten Start gemacht. Österreich zu einer Niederlage gegen Frankreich. Frankreich Weltmeister, Junge. Und das Dümmste ist, England oder Italien mit dem Nations League B absteigen. Das wird sehr, sehr dumm sein. Also, besprechen wir die Spiele mal so besser. Die Ligen haben sich jetzt nicht so geändert. Man kann jetzt nicht sagen, dass sie sich geändert haben. Nur Bayern ist weg. Bayern ist nicht mehr der alte Bayern. Nachdem Lewandowski weg ist, ich sage auch meinem Freund immer, Mané bringt euch nichts. Diese Aufstellung ist schrecklich. Mané kann nicht einmal Sturm spielen. Er ist linker Flügel oder sowas. Linker oder rechter Flügel, aber ich denke schon linker Flügel. Und er spielt Sturm. Was soll das? Was soll das? Also, da ist Bayern echt nicht gut drin. Freiburg ist gut drin. Dortmund ist auch gut drin. Ja. Alle sind eigentlich sehr gut. Aber kann manchmal halt passieren, dass es so ankommt. Vielleicht kann Bayern noch retten. Und Lewandowski hat eh viele Rekorde geknackt. Yusuf Demir hat zum Galatasaray gewechselt. Galatasaray hat sehr, sehr viele Spieler gekauft. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon erzählt habe. Icardi, Yusuf Demir, Juan Mata, Rashica. Vielleicht kennt ihr die nicht, aber ich kenne sie sehr, sehr gut. Natürlich, die sind eine der besten Spieler der Welt. Mauro Icardi, also Argentinier, und hat am PSG, bevor Mbappé, Messi und Neymar, da war immer Startelf gespielt, also das ist, und Dele Alli, der hat, warte, wie macht man das doch mal, ja, Dele Alli, der hat auch so Upgrade gekriegt, der war 100 Millionen wert am 2018, vor dem Wechsel nach Real Madrid, jetzt beim türkischen Nicht-Rekordmeister, sondern, ja, eine der besten türkischen Mannschaften, Beşiktaş, ausgeliehen. Das ist, finde ich, nicht gut. Also Dele Alli hat es nicht verdient. Aber das ist halt sein Leben. Ich kann nichts dafür. Was soll man halt sagen? Kann manchmal passieren. Warte, kurzer Stopp. Ja, es geht wieder weiter. Ich war beim Dele Alli. Also, ich überspringe das mal und Nations League. Nations League. Mir fällen eh sehr viele Sachen ein. Was kann ich sagen? Mir fällen sehr, sehr viele Sachen ein. Zum Beispiel Österreich, Niederlage gegen Frankreich. Frankreich Weltmeister. Das wissen wir mal schon. Also Weltmeister 2018 in Russland. Und Russland wird nicht an der EM 2024 teilnehmen. Ich sag's nochmal, Russland wird nicht an der WM 2024 teilnehmen. Der Grund wissen wir schon, Ukraine versus V. Russland. Auch wenn hier jetzt nichts, das hat nichts mit der Nationalmannschaft zu tun, aber ja, machen wir halt weiter. So, schauen wir mal nach. Gibt es irgendwelche krasse Bescheidgebungen oder sowas? Also ich benutze für so gut wie alle Infos im Fußball FODMOB. Manchmal soll ich auch Google dafür benutzen. Aber FODMOB ist einfach der Star. Österreich gegen Kroatien. Ja, ist ein gutes Spiel.
Ich denke schon, dass es ein Unentschieden wird, wenn Kroatien gewinnen wird. Denn Kroatien hat Modric und viel mehr. Ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht ist die Aufstellung auch schon da. Line-up. Ja, der Aufstellung ist auch schon da. Ländertrimmel, Postanso, Alaba, Baumgartner, Seibert, Schlager, Sabitzer und der Sturm ist Anatovic, Gregoritsch. Ja, wenn man Kroatiens Aufstellung ansieht. Ja, ich denke schon, dass Kroatien gewinnen wird. Likakovic, Stanisic, Lauren, Guardiol, Barisic, also den Verteidigung kenne ich mal schon. Der Mittelfeld hat einen sehr, sehr guten Qualität. Modric, Brozovic und Kovacic. Also Kovacic, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Kovacic ist in Wien geboren. Also er konnte auch eine österreichische Nationalmannschaft wählen. Das wird jetzt arg. Vlasic, Butni und Perisic sind dann in der Sturm. Schauen wir mal. Kramaric, Petkovic, Livaja, Orisic, Maja, Pašalić, Sosa, wieder spielt auch nicht mehr. Juranovic, Erlic, Ivušić und Kalinic, das sind die Ersatzspieler von Kroatien. Penz, Schlager, Linhart, Wöber, Friedl, Trauner, Leiner, Schmid, Saracevic, ich denke, der ist auch halb Kroatien, halb Österreicher. Ljubic, Weimann und Sivo. Das ist der Ersatzbank von Österreich. Dann gibt es noch eine Tabelle. Schauen wir mal. Ja, wenn Österreich gewinnt. Ja, da. Das wird's. Also. Es kann sein, dass Österreich abfällt. Es kann auch sein, dass sie noch in Gruppe bleiben. Das ist ein Spiel. Ein Spiel wird das alles antworten. Dänemark gegen Frankreich. Da sage ich auch schnell eine Aufstellung von Dänemark. Schmeichel, Christensen, Andersen, Christensen, 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 damit ihr das ist. Mele, Delaney, Eriksen, Højbjerg, Olsen, Dolberg, Damsgaard und Frankreich. Kylian Mbappé, Giroud, Griezmann, Mendy, Camavinga, Tukayem. Wie nennt man das, Mann? Tchouaméni, Pavard, Badiashile, Saliba, Upamecano. Warum ist im Tor Areola? Das weiß ich auch nicht. Österreich. Hä? Ah ja, stimmt, dass er Dänemark gegen Frankreich. Ich bin dumm. Okay, der Ersatzbank von Frankreich ist Nkunku, Dembélé, Muani, Klaus, Wertheroth, Guendouzi, Fofana, Truffert, Varane, Lafont, Mandanda. Meunier ist verletzt und Kunde ist verletzt. Ich weiß nicht, warum man dann Hugo Lloris einfach mitspielen lässt, auch wenn er alt ist. Er ist, er hat gutes Qualität, also er kann schon noch Nationalmannschaft spielen, das ist ja nicht unmöglich. Also, beim Fortnite steht, dass er einfach nicht verletzt ist. Also, das kann bedeuten, er muss damit spielen. Also, er ist seit Jahren, seit Jahren, seit 2010 oder sowas, A-Torwart von Frankreich. Und ich weiß nicht. Dann der Ersatzbank von Dänemark ist Braithwaite, Højlund, Vass, Lindström, Jensen, Billing, Bäh, Larsen, Simon Kjær ist auch eine Ersatzbank, weiß nicht. Victor Nelson, Ronald, Christensen. Und bei ihnen ist Skow und Cornelius verletzt. Ja, das ist eine gute Mannschaft. Kann auch mit Verletzten spielen. Dann spielt noch Niederlande gegen Belgien, Wales gegen Polen, Färöer gegen Türkei, Luxemburg gegen Litauen oder so, wie man das nennt, Aserbaidschan gegen Kasachstan, Slowakien gegen Belarus, Andorra gegen Latvia, Moldova gegen Liechtenstein. Und ja, die Freundschaftsspiele, die gibt es heute auch. Ja, schauen wir uns sonst noch. Da ist jetzt das passiert mit Topmob. Schauen wir uns dann noch so an, was es noch für
Sachen gibt heute. Also, wir haben, ich sag mal noch, was ich mit Belgien gegen Niederlande erwarte. Also, gehen wir mal zu Head to Head. Also, das bedeutet, wie viel Mal sie gegeneinander gespielt haben, wer gewonnen hat. Einmal hat Niederlande gewonnen, zweimal unentschieden und einmal Belgien. Belgien gewinnt, wird nicht Erster. Ja. Aber, wenn Belgien gewinnt, haben sie noch eine Chance in Gruppenerster und für Champions Playoff. Ja, das wird Belgien nicht nutzen. Niederlande denkt nicht, dass sie sowas nutzen können, denn der Equip von Belgien ist einfach viel besser. Die haben viel bessere Qualität. Ich probiere jetzt auch schnell durchzugehen. Also, aus irgendeinem Grund ist in Belgien Sturm Batshuayi. Junge, was soll das? Was soll das? Da habt ihr bessere Stürmer. Luke Bakio, Sané Markers. Was soll das? Hazard kann auch manchmal im Sturm spielen, wenn man den Aufstellung ein bisschen ändert. Verstehe ich einfach nicht. Verstehe ich null. Verstehe ich nicht. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht so vieles zu besprechen. Castells ist in Ersatz, das ist eh normal. Aber Luke Bakio oder die Kette Leere oder Sané Markers wäre viel besser als Batshuayi. Was soll das? Auch Hazard konnte, wenn der Aufstellung so ein bisschen verschiebt wurde, da mitspielen. Aber ja, einfach nicht gut geplant von Henry sollte das sein. Ja, Niederlande, keine schlechte Aufstellung, abgespielt mit. Ja, ein Ersatzbank, der fix in Startelf sein sollte. Probi konnte vielleicht im Startelf spielen, das ist für ihn besser. Weghorst, Grafenberg, der spielt jetzt bei Bayern, du. Warum spielt... Oh mein Gott. De Ligt ist Ersatzbank. De Ligt ist Ersatzbank, De Vrij ist auch Ersatzbank. Was soll das? Was soll das, Mangal? Was ist das? Timber und Aki sind viel schlechter als De Ligt und De Vrij. Was soll das, Mann? Was soll das? Dann spielt auch Wales gegen Polen. Also können wir uns sicher sein, dass es das Spiel für Auf- oder Absteigen. Wenn jetzt Wales gewinnt, dann wird es gut für Wales. Dann nämlich Wales noch 3 Punkte. Ja, das wäre für Wales viel besser. Sie könnten denn unten, also nach unten absteigen, beenden, oder wie man das auch nennt, und konnten in Gruppe 4 ja, den dritten Platz erobern. Das wäre gut. Das wäre sehr gut, für Wales. Aber Robert, James, Johnson, Bale, Williams, das sind alles nur Spieler aus der ersten, zweiten oder dritten englischen Liga. Ich habe mal nachgeschaut. Manche sind von der Premier League. Ich denke, dass die ganze Ausstellung von England kommt. Aus Bale spielt jetzt... Wo spielt eigentlich Bale? Los Angeles, ja. Voll vergessen, Mann. Ja, Polen soll man nicht besprechen. Ist eine normale Startaufstellung. Willig konnte vielleicht mitspielen. Ja, aber sonst konnte vielleicht Pitchek mitspielen. Sonst gibt es nichts zu reden. Ben Davis ist verletzt. Das ist ein Gleichgewichtsspiel. Beide Teams können gewinnen. Ja, dann meine Meinung zur Türkei gegen Färöer. Türkei hat ein 3-3 gegen Luxemburg gespielt. Was soll das? Was ist das? Wer ist Luxemburg? Verstehe ich auch nicht. Also, Türkei gegen Färöer. Türkei sollte gewinnen. 2-0 oder 1-0. Und Luxemburg gegen Lithuania, oder wie man das so nennt, verstehe ich jetzt nicht, kann ich nicht aussprechen. Lithuanien, denke ich, das, die, denke ich, Luxemburg gewinnen. Luxemburg kann auch Türkei überholen, aber Türkei will der beste erste Platz in der UEFA Nations League sein.
Dann gibt es noch in der immerhin ein Anschluss C, 94. Minute von Slowakei gegen Belarus 1-1. Und Aserbaidschan gegen Kasachstan. Aserbaidschan führt mit 3-0. Das kann für Aserbaidschan bald was Gutes bedeuten. Denn in der Tabelle ist Kasachstan Erster. Aber Aserbaidschan hat einfach 3-0 so gewonnen. Passt auch. Slowakei kann auch Aserbaidschan überholen. Aber das denke ich nicht. Ja, dann gab es noch die Freundschaftsspiele. Ich weiß schon, ob hier... Gestern war was ganz, ganz Geiles. Ganz, ganz Geiles. Vielleicht habt ihr es auch gesehen, das Sidman Charity Cup. Das war einfach, wie kann ich sagen, Miniminter ist Man of the Match. Super. I show speed direkt in gelbe Katze. Mr. V ist einfach kein Tor. Also die Berühmteren haben, denke ich, nicht so viel gewonnen können. 27.000 Fans. Ha. Ich erzähle euch mal den Sinn des Spiels. Hier spielen YouTube Allstars gegen Sidman FC. Sidman FC ist auch mit YouTubern, also zum Beispiel Mr. Beast spielt bei Sidman. Ja, er hat auch kein Tor geschossen. Oder P-Face. Den kennen wir sehr gut. Der Dragon. Wir haben YouTube Allstars. Also, das ist sowas. Sidman ist von YouTube gegründet eine Mannschaft und YouTube Allstars ist einfach von YouTube gegründet eine Mannschaft. Und der Sponsor ist YouTube Shorts von YouTube Allstars. Und sie spielen jedes Jahr war das. Dann am 2018 war es zuletzt wegen Corona ist es so durchgemischt worden, dass man es nicht so buchen könnte, die Stadions. Und das war dann arg. Und jetzt hat es wieder stattgefunden. Ich hoffe, dass das nächste Jahr auch stattfindet. Denn das hat echt Spaß gemacht, das anzusehen. Wie Shows mit so die ganze Zeit herumschreit. Ja, die Spieler waren eh null. Fortmobile, denke ich, eine einzige Plattform, der dieses Spiel Infos gegeben hat. Sogar sehr, sehr viele Infos. Also solche Infos gibt es fast nicht mal in der österreichischen Bundesliga-Infos. Also es sind also so viele Stats abgegeben. Ich denke mir schon, hä, wer sind diese Teams? Und ich habe den Namen noch nicht richtig gelesen. Dann habe ich gesehen, YouTube Browsers gegen Sidman. A New Air. Ja, 2018, 2017 und 2016 wurde das gespielt. Ja, dann kommen wir wieder zum Ende eines Podcasts. Ich verkünde mal was sehr schwierig ist. Wenn wir 50 Likes schaffen, werde ich... was soll ich da machen? Wenn wir 50 Likes schaffen, Wenn wir 50 Likes schaffen, wird der nächste Video eure Thema sein. Also, ihr werdet nicht abstimmen können, leider. Ich habe noch nicht diese Option geöffnet. Aber, ihr könnt, wenn wir 50 Likes haben, und ihr schreibt in die Kommentare zum Beispiel, ich will über dieses Thema etwas haben. Oder irgendein anderer schreibt über dieses Thema. Und wer da am meisten Likes hat. Und wenn es nur 50 Likes in der Video sind, dann werden wir über diesen Thema nächstes Video reden. Ich hoffe, ihr knackt die 50 Likes. Schauen wir mal, das ist sehr, 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 sehr schwer. Der letzte Podcast-Video wurde 104 Mal oder 7 Mal angesehen. Danke dafür, aber ich will Likes und Abos, das Ansehen bringt mir nichts. Also besser gesagt anhören. Ja, danke dann für alles hier. Mein neuer Mikrofon, wenn ihr sehen wollt. Zack, damit bin ich jetzt online in letzter Zeit. Und danke fürs Zuhören. Tschüss. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Tschüss.